Zeig mir mal mein Geld. Nee, ich spare eine Runde noch und dann gebe ich ihr auch mal wieder was ab. Da. Ich spare erst doch ein bisschen mehr. Gut. Ja, wieder rein. Schwert. Ja, Schwerter sind gut. Ach, langsam Falle. Sorry. So. Da du ein bisschen voraus bist, tauschen wir mal kurz aus. So, du holst nach. Ein paar Kräuter für mich, ein paar XP für mich. Nee, ja gut, dann gehe ich halt auf das nächste Stockwerk. Zack. Wieder unten speichern, genau. So. Ich weiß aber nicht, ob wir heute noch stark genug werden, um die auf Ebene 20 zu verkloppen. Dies war schon echt ouchy, was die angerichtet haben. Miyoko, du bist viel zu bissig. Ja, da liegt das Problem. Da will ich hin. So. Deswegen rennst du die ganze Zeit auch fort. Au. Jetzt hat die mich erwischt. Oh, Fero. Moment, war das nicht... Genau, das war doch gut. Wem gebe ich die? Du hast Angriff 23. Du nur 17. Und du hängst auch noch zwei Level hinter hier. Okay, dann kriegst du das. Geben. An Miyoko. So. Gut. Geh. Hier lang bitte. So. Ui, jetzt tummeln sich viele Wumpis. Die sind zwar nicht so gefährlich, aber trotzdem gehe ich mal einen Ticken aus dem Weg. So. Bis ich etwas aufgestiegen bin. Eine Eisart. Mal sehen, ob wir da was Attraktives finden weiter oben. Lol, ob ich die auch gegen den Boss werfen kann. Muss ich ausprobieren, wenn ich wieder so hochkomme. Einfach drei Eisart nach denen schmeißen. Oder die andere, die das auch macht. Cool. Bosskampf umgehen. Einfach. Einfach den Boss ins Ei packen. Dann ist Ruhe. Das muss ich ausprobieren. Ha, das muss ich ausprobieren. Erstmal wieder bis Level 20 kommen. Also Stockwerk 20. Hi. Adley, können wir dir was helfen? Ich habe etwas Schönes für dich. Willst du es? Was hast du denn? Ja klar, sag ich mal. Ein Windedelstein, dankeschön. Dann habe ich schon mal den, den ich brauche für den Fall der Fälle. Ich glaube, da drüben liegt auch noch mal einer. Ja gut. Ja, da lag noch einer. Ja gut, dann habe ich ja zwei. Medikraut. Ja. Und Pfennige. Medikraut gleich futtern. Ob ich das jetzt futter oder später, macht keinen Unterschied. Ist eh immer nur plus eins, aber...
habe ich den Platz gleich wieder frei. So. Sonst niemand? Ei. Die Falle hat zum Glück nicht funktioniert. Was war das für eine... Stärkt die Verteidigung. Da, bitteschön. Permaboost. In der Verteidigung noch ein Ei. Okay. Was war das? Erweitert das Glücksmoment. Was auch immer das bedeutet. Weiß nicht, ob das permanent oder nur kurzzeitig ist, aber eigentlich sollte es permanent sein. Ei! Nur einen von uns erwischt, aber trotzdem. Aua! Wo ist der Teleport? Sand? Blausand wäre mal wieder schön. Ach, das ist Weißsand für die Orbs. Ich brauche keinen Weißsand. Ich brauche nur Rot- und Blausand. Wenn es geht. Oh mein. Level up for me. Leute, hier lang. Wo wollt ihr denn hin? Noch so eine Forge. Wer hängt denn jetzt? Jetzt muss ich noch mal gucken. Weiterhin hinterher. Außer mir. Aber bei mir bringt es nichts permanent. Ja, eigentlich bei dir, ne? Moment, die sind ja wieder gleich auf. Nee, was heißt... Hä? Habe ich vorhin verkehrt geguckt? Ist der Debuff aufgehoben, wenn man rausgeht, der Stat-Debuff? Der Level wahrscheinlich nicht, aber... Der Stat scheinbar... Aber das ist schon dauerhaft. Ja. Okay, das obere ist der aktuelle Wert und das untere ist, was man maximal haben kann. Und das kann sich ändern durchaus. Durch solche Debuff-Zauber. So. Bist du bald entblendet? Oder bist du jetzt entblendet? Ich glaube, du bist entblendet. Da bist du. Nee, das ist ein Orb. Wenn ich jetzt hier einmal außen rumlaufe und dann doch in die Mitte muss, das sieht irgendwie danach aus. Ja, ich glaube, ich muss in die Mitte. Ach Gott. Ja, gut. Kommt mit, Leute. Einmal den bissigen Pilz hier beseitigen. So. Miyoko ist nachgezogen auf 14. Sehr gut. Da. Moment. Was habe ich da drüben gesehen? Ach, das ist nur nochmal ein Edelstein. Nee, dann kann ich ja weitergehen. Okay. Dich kann ich jetzt alleine platt machen. So. Einmal noch. Zack. Nee, doch nicht. Komm. Der Angriff war schlecht. Nochmal richtig. Komm. So. Gut. Jetzt kann ich weitergehen. Schon das 19. Mal, dass ich in den Turm gehe.
Alter Schwede. Da kommt ein Jenny. Der will Ärger. Ah, da ist der Teleport. Ich sehe ihn. Ui. Ein Fireball. Der versucht mir weh zu tun, aber da passiert nichts. Nee. Ja, für die Monster bin ich langsam recht recht stark drüber. Aber den Boss da oben. Der ist eine andere Hausnummer. Hi, Martin. Dich habe ich eine Weile nicht gesehen. Hallo, Griffi. Ich werde meine Zauberkräfte anwenden, um heute deinen Zustand zu verbessern. Ja, mach das. Gerne. Das sollte die paar wenigen verlorenen MP auch wieder auffüllen, denke ich. So. Kämpfe weiter und sorge dich nicht. Dankeschön. Deine heilenden Kräfte könnte man so zwischendurch bei dem Bosskampf da oben gebrauchen, aber du kommst wahrscheinlich nicht einfach mal so vorbei. Schon wieder ein Weißsand. Ja gut, dann hebe ich den halt zum Verkaufen auf. 100 war der Wert, glaube ich, ne? Wo ist der Teleport? Und wo sind die Monster? Hier ist ja voll tote Hose. Hallo. Keiner da. Au. Das war eine Falle. Falle zählt nicht. Da haben wir jemanden. Ein neues. Kommt noch ein Okto. So. Und weg ist der Okto. Ah, ein Trolli. Da oben liegt was. Was ist es? Ein Orb. Revi-Orb. Warte mal, was macht er denn nochmal? Ah, der heilte. Gar nicht so schlecht. Der Level ist für mich. Je nachdem, wie viel Punkte der heilt. Aber der eine Boss, der geht so gezielt auf mich los. Was nicht so geil war. Das war sehr gefährlich. Das brauche ich nicht doppelt. Auf der anderen Seite ist es zweimal wert. Was war das nochmal? So Namen wie Alak und Levi und die bringen mir nichts, ey, vom Namen her. Ah, das war die. Ja, gut. Hey, ich habe keinen Platz mehr. Hallo, Adley. Die hübsche Selfie hatte ich gesucht. Oh lala, ich glaube, da läuft noch etwas anderes in der Familie. Mach dich nicht über mich lustig oder such doch auch mal nach mir. Nee, Adley hat mich schon so oft aufgesucht. Mach dich nicht lustig. Ich wollte es dich nur wissen lassen, Griffi. Dankeschön, Adley.
keine Ahnung, was diese Saat bewirkt. Naja, so wirklich anders ist es nicht. Also es ist nicht dieses... Es könnte eine falsche Übersetzung sein von Beweglichkeit. Dass es was anderes ist. Ich habe keine Ahnung. Boah, du hast echt wenig HP. Du bist ja voll die Glaskanone. Also an deinen HP müssen wir noch ein bisschen arbeiten irgendwie. Noch so ein Schild. Mhm. Ansonsten passiert hier nichts. Ein bisschen langweilig. Wo treiben die sich denn alle rum? Seid ihr in der Mitte? Ist der Teleport wieder in der Mitte? Nee, da ist nur noch mal ein Schild. Komm hier lang. Oakleaf ist nicht so viel wert. Oder war der Oakleaf oder der Skin Deep mehr wert? Ich bin jetzt nicht sicher. Boah. Der ist aus Leder. Ist der aus Leder mehr wert oder weniger wert als der aus Holz? Ich bin jetzt gerade nicht sicher. Hm. Haben wir verfolgt? Nein. Wo ist der Teleport? Hallo, ich möchte gern weiter. Da ist er. Ich habe ihn. So, sonst wird das nie was. Okay. Was für ein Schild? Noch ein Skin Deep. Nee, brauche ich nicht unbedingt. Gibt's hier oben noch was? Nee. Gibt's nach rechts noch was? Da oben liegt ein Item. Ah, nur so ein Ding. Nee, dann gehe ich eins weiter. Sparen wir uns die Zeit. Ein Stück weiter oben müssen wir dann ein bisschen kämpfen. Also so auf 18 und 19. Ei, halbes Tempo-Falle, verdammt. Ja. Erst mal wieder loswerden, so. Weiß nur nicht, ob es was bringt, zum Grinden dann da zu bleiben. Was ist das denn gewesen? Eine Feder. Was bringt die hier? In Dragon Quest Monsters kann man sich damit aus dem Dungeon teleportieren. Aber was bringt die hier? Führt den Spieler zum nächsten Stockwerk. Okay, das klingt nützlich. Jetzt hier brauche ich es, glaube ich, nicht. Da komme ich noch weiter. Auf so einem Stockwerk, wo dann wieder so ein Erdbeben droht. Da wäre das ganz nützlich. Das hatte ich ja mal, ein paar Mal. Sorry, Gladi, dass du dich jetzt mit so vielen Trollen da prügeln willst, aber die stellen sich so schön an. Da kommt der nächste, so. Zack. Level Up ist für mich sehr gut. Ihr sollt auch welche bekommen, aber ich brauche sie halt auch ein bisschen.
So, ist jetzt die Luft rein. Gut. Und schon wieder ein Troll. Bewachst du den Teleport? Ist der da unten? Ha! Er hat ihn tatsächlich bewacht. Lol. Okay, Halbzeit. Ein Zündorb. Das war ein recht starker Feuer. Orb. Magie ist gut. Bringt mir nur da oben nichts. Zwei der Monster hatten rote Sprites. Ah, der erste hat Level 16. Zwei der Monster waren rote Sprites und der Robo ganz drüben, der war grün, ne? Da bringt's mir nichts mit Feuermagie rumzumachen. Die werden Feuertyp sein. Da, nächstes Stockwerk. Okay. Ui, okay. Dann gucken wir mal, was haben wir hier? Oh, die will ich schon haben. Das ist nochmal so eine. Die. Und eine Angriffssaat. Okay, Moment. Jetzt muss ich dann doch mal nochmal Platz machen. Dann schmeiße ich doch einen der Edelsteine weg. Okay. Fero war der für Angriff. Nein, den wollte... Oh, nicht mir. Ach, verdammt. Naja, gut. Ich wollte eigentlich von euch geben. Ich habe benutzen statt geben. Ah, so. So. Dann gibt es ein Lasso. Das liegt da. Stein. Den Wischnet. Habe ich da gerade ein Kraut gesehen? Ich bin nicht ganz sicher. Da liegt ein Apfel. Ja, es liegt da ein Kraut. Und ja, sorry, Miyoko, wir haben dich einmal kurz abgehängt. Komm gleich wieder. Medikraut für mich. Ja. Ja, 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 ja. So. Hui. Die Falle hat so glücklich funktioniert. So. Jetzt geht's wieder darüber. Da, ich bin wieder da. Jetzt habe ich Gladi abgehängt. Ups. Aber an den Teleport und dann passt es schon. Ups. So. Dann sind wir wieder beisammen. Hui. Sehr schön. Ich hoffe, es gibt da auf Stockwerk 20 dann eine Art Halbzeit-Teleport. Noch ein Florent. Florent nehme ich gern. Der ist mehr wert als der Skin Deep. Auf jeden Fall. Was war das? Ich glaube, das war ein Heilding. Was bewirkte das? Ich hatte schon mal eins, aber ich habe es wieder vergessen. Stärken Sie Ihre Abwehrkräfte. Es ist ein Kraut, das ist nur für mich. Das für so. Nee, es hatte keine Wirkung. Nein, das klang doch nach so einem Permaboost-Ding. Ist Medikraut. Dann halt nicht. Toll, abgetaucht. Feiger Sack. Komm wieder raus. Stärken Sie Ihre Abwehrkräfte, habe ich als, ja, Permabuff verstanden. Wohl doch nicht. Was
So, damit bist du fast weg. Transformation nicht gelungen. Und weg mit dir. So. Level up für mich. Miyoko nochmal nachziehen, wäre nice. Hier bleiben. Hallo, hier lang. Oh, das ist ein komisches Gängegewirr. Da stellen sich wieder alle in einer Reihe auf. Ja, gut. Was das Sukma da an der letzten Reihe macht, ist mir egal. Ah, nee, das war das nächste. Da ist es wieder. Das hat noch nicht gereicht, aber fast. Da ist nichts. Ja, kommt so schön in einer Reihe. Das finde ich gut. So wie die Trolle vorhin. Sie stellen sich in eine Reihe, um vermöbelt zu werden hier. Aha, da geht's weiter. Weiter geht's nach oben. So langsam hat der Trupp so eine Stärke erreicht, mit der man das doch ganz gut machen kann. Aber den Boss auf Ebene 20 ist noch ein Problem. Da geht's weiter. Der will sich nicht mit uns anlegen. Ja gut, dann lassen wir ihn laufen. So. Wenn er nicht möchte, dann lasse ich ihn halt gehen. So. Ah, du schon wieder. Ja, es geht wieder um Selfie. Nee, um das Kämpfen. Okay. Leg dich nicht mit mir als Monster-Thema an, ey. Als ob du ein Recht zum Widerspruch hättest. Ja, ja. Es sei denn, du möchtest kämpfen. Klar, komm. Du darfst dich diesmal mit Miyoko und Gladius anlegen. Vorhin waren Pichiko und Gladius. Alter, diesmal ist er Level 15. Na. So. Ja, jetzt hast du es dir wieder anders überlegt, ne? Nimm die Heilkräuter, ich war wohl unvorsichtig. Das heißt jetzt 4 zu 2. Das werde ich nicht vergessen. Da hauen sie wieder ab, die 2. Dankeschön, aber ich glaube, das Kraut passte nicht mehr, mein. Nee, doch, es passte. Danke. Max HP gestiegen. Dankeschön. Diesmal war er Level 15, so. Ja, okay, weil ich gerade auch auf dem 14. Stock war. Er wird also auch stärker, je weiter man hochkommt. Ein Ei und der Teleport. Okay. Die Durchgänge werden jetzt wieder kürzer. Anfangs waren sie kurz, weil ich nicht weit kam. Oh, die will ich haben. Jetzt werden sie wieder kürzer. Weil ich, schneller durchkomme. Weil ihr so stark seid. Muss ich mal in den Status gucken gerade kurz. Was haben wir hier? 25 zu 25 und hier 19 und 22. Da hast du halt mehr HP als Gladi. Die HP müssten eigentlich mal hoch bei ihm. Er hält nicht viel aus.
So, einmal gegen den Griffin. So. Einmal noch. Zu sehr übertreiben mit über die drüber grinden will ich jetzt auch nicht. Mal sehen. Ich habe einen Orb, der HP heilt. Und ich habe eine Eisaat. Ich könnte, wenn es funktioniert gegen Bosse, einen von denen mit der Eisaat rausnehmen. Ich würde mal auf den T-Rex gehen. Der war Level 17, sein Kumpel Level 16. Bei dem Roboter weiß ich es nicht. Den habe ich ja nicht im Bildschirm gesehen, wo man den Level sieht. Aber ich würde mal sagen, der T-Rex ist der stärkste. Wenn ich den mit der Eisaat aus der Gruppe nehme... Ne, die macht doch das, was ich denke. Ja, vermondelt Monster in Eizustand. Wenn das bei Bossen geht, dann besteht eventuell eine Chance. Der Robo, der macht halt die ganze Zeit so einen Elektrofernangriff. Das ist natürlich auch gefährlich. Muss ich aufpassen. Noch ein Ei. Ei. Das will ich nicht. Ich möchte das Ei. Wobei, soll ich es mal benutzen? Eigentlich noch nicht. Ah. Weil alles in Geld verwandelt wird, ist halt schon cool. Schilde waren nicht so viel wert wie Schwerter, ne? Beim Stockwerk, das wieder ein bisschen einfacher zu laufen ist, könnte ich das tatsächlich benutzen. Aber hier ist so ein bisschen komisch. Ja, mit seinem Zicke-Zacke da. Auf einer anderen Ebene, da benutze ich das Ding tatsächlich mal. Geht eventuell dann ein Ei flöten oder hier so ein Kristall, aber... Da ist so ein Newell. Wo wir ein Ei gefunden haben letzt. So. Dem Run davor. Mhm. Hohe Chance, dass das Ei, das ich da eben gefunden habe, wieder eins ist. Wo ist der Teleport? Ach komm, wegen einem kleinen Stück. Jetzt. Ja, der will doch noch. Der Kraken hier, der will unbedingt noch mitspielen. Auch gut. Der kam uns gerade hinterher. Miyoko, mach den weg. So. Und da bist du jetzt auch Level 15. Sehr schön. Okay. Würde ich Gladius mal kurz rausnehmen. Der ist jetzt ein Level vor... Und Pichiko wieder rein. So. Mhm. Die beiden haben auch die meisten HP. So. Dass da eher die Chance besteht, mit den beiden vielleicht gegen den Boss anzukommen. Dann. Au. Muss halt den rausnehmen. Mal so, zack. Komm schon, Tom Troll. Ein Stück noch. Ein bisschen noch. Das waren mehr als drei Leben. So, jetzt so. Das ist für mich.
dringend nötig. So. Da ist nochmal 0. Und weg ist es. Das hält nicht viel aus. Ein Zollklon, dass ich feige untertaucht. Da kommt schon wieder ein Kraken, glaube ich, da von da oben. Das sieht nach Tentakeln aus. Ah ne, hier ist ein Tundra. Du willst dich nicht mit uns anlegen, doch. Da. Deine Vorstufe, Meoko. Gucke mal. So. Kämpfen an verschiedenen Fronten hier. Der ist gleich weg. Her mit den XP. Wir gehen nämlich Richtung Bosse hoch. So, komm, den kriegst du weg. Ist nur ein Souvenir. Die halten nicht so viel aus. Da unten kommt noch ein Soilclaw. Der möchte auch noch mitspielen. Hui! Ah, fast. Okay, aber jetzt, die ist doch noch nicht Ruhe. Da ist noch was. Noch ein Tundra. Schnappt's euch. Und zack, weg ist es. So. Ein bisschen kurz heilen, auffrischen. So. Gehen. Okay. Ich glaube, hier benutze ich das Alchemie-Ding mal. Da liegen gleich so viele Sachen auf einmal. Zack. Ja, ich weiß, da lag ein Orb dabei. Das bot sich gerade so an. So. Nein, da ist jemand in die Froschfalle getreten. Ups. Ich helfe mit. Das Null steht noch. Miyoko wird hoffentlich gleich wieder sie selbst. Das Newell ist weg. Okay. Das Frosch wird nämlich nicht angegriffen. Oh, Kraken, nur 2 Schäden. Nein, nicht Miyoko tot machen. Ich brauche sie noch. Au. Wenn sie da stehen bleibt. Oder so. Nein. Ich wollte mich nur drehen. Ah. Ich wollte den Revi-Orb benutzen. In die Richtung. Gut. Damit es ihr wieder besser geht. Als Frosch ist man so empfindlich. Ja, das heilt komplett. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut zu wissen. Aber ich weiß halt nicht, wie viel Ladung der Orb hat, ne? Daher. Aber er könnte was bringen in dem Kampf. Ich bin jetzt schon mal auf Ebene 18. Edelstein. Du bist gerade verdächtig schnell.
Nein, der hat einfach den Orb geklaut. Den einen. Blödes. Ist abgehauen. Ja gut, irgendwann an einer anderen Stelle, wenn ich ihn wiederfinde, kann ich ihn verhauen und krieg das wieder. Ich müsste ihn finden. Er legt eine Menge Geld. Au. Wächter ist au. Macht ihn weg! Der killt mich gleich! Au! Wenn ich auf der Stufe down gehe, dann war das schlecht. Ein Zauberstab. Ah, das ist so ein Roboter-Ding. A Lawyer. Okay. Kriegen wir ein Bild von dem? Ach Gott, oh Gott. Okay. Also blauer Schaden ist schon mal nicht wirklich was für dich. So sieht der dritte im Bunde also aus. Okay. Sei die Frage, was für ein Level hat der da oben, ne? Den Status im Auge behalten. Der ist halt ein Roboter. Der hält eventuell deswegen ganz schön, ja, was aus. Jetzt macht sie nur einen Punkt. Ja, das waren Fünfer, das war nicht schlecht. Da kommt noch einer. Der hält zu viel aus. Aber ich krieg's nicht hin, dass Miyoko und Peachy gerade die Plätze tauschen. Da kommt noch einer an, ey. Ich behalte ihre Lebenspunkte mal im Auge. Ich hab den Heilorb noch. Ich hoffe, der ist die Mühe jetzt aber wert. Uff. Ein Stückchen noch. Komm. Miyoko, das schaffst du. So, okay. Ja, nur 9 Punkte, aber. Ja. Problem ist, es ist wieder Miyoko, die kämpft. Und er kommt. Das ist das Souvenir, das mich beklaut hat. Wenn ja, dann will ich dem noch eine runterhauen. Ich will den Orb wieder haben. Sorry, dass der jetzt ein bisschen dauert, aber... Dass der hier rumläuft, habe ich jetzt nicht erwartet. Gut möglich, dass ich sie bald heilen muss. Ja, ich sollte sie heilen. So. Damit geht es ihr wieder gut. Der Orb hat, sie ist nicht zerbrochen. Das heißt, er hat noch ein paar Ladungen. Wow. Stecken wir hier wegen einem Erdbeben gleich in der Klemme. Kriege ich den noch platt, bevor ich wegen dem Erdbeben flüchten muss? Schauen wir mal.
Ja, ich hab ihn gleich. Gleich habe ich ihn. Ja, ich habe ihn gleich. Moment. So. Ich habe den noch bekommen. Die XP. Die XP habe ich noch bekommen. Und dann hatte ich... Ja, die Feder. Mit der kann ich ganz schnell... aufs nächste Stockwerk. Hey, ich hab Flügelchen. So wie Gosch. Hier bekomme ich alle... Ah, nicht die Funktion zu speichern. Das ist ein Problem. Das ist blöd. Das ist ein bisschen blöd. Und ich bin nicht voller HP. Deswegen bringt es gerade nichts, das Kraut zu essen. Eine Brille. Habe ich jetzt voller HP? Nee, immer noch nicht. Da gibt es noch mehr von diesen Robotern. Okay. Jetzt habe ich volle HP. Jetzt kann ich das benutzen. Okay. Stockwerk 19 bin ich jetzt, ne? Also, Leute, jetzt heißt das wohl ein bisschen grinden. Damit wir uns mit Le Boss nochmal anlegen. Ich möchte den Roboter gerne so einsperren, dass ihr den beide angreift. So. Na, Peachys Angriffe machen auch nicht viel. Der Robo hält was aus. Das ist schlecht. Wenn der als Nicht-Boss schon so viel aushält, dann ist das als Boss noch gefährlicher. Hm. So, zu dritt geht's, aber ja. Ob ich dann vielleicht lieber den raushole? Weil er zu viel aushält? Ich bin noch nicht sicher. Ich bin noch nicht ganz sicher, muss ich sagen. Ich level mal jetzt noch ein bisschen. Und werde es mal probieren. Ich bekomme hier jetzt noch mal die Option zu speichern. Mit der Feder bekam ich das nicht. Was bist du denn? Garuda heißt du. Okay. Sieht aber sehr mechanisch aus. Metalladler. Miyoko gewinnt. Hat aber ein bisschen was eingesteckt. Da ist so ein Scissor. Ja, hier kriege ich halt schon ein bisschen was auf die Nase, ne? Da bin ich nicht mehr so überlevelt. Gegensatz zu den unteren Ebenen. Au. 7 tut weh, mein Freund. Ja, greif bitte nicht nur mich an. Okay, ich halte noch ein bisschen was aus.
Mal noch kommt. Du feiger Sack. Okay, Peachy hat ihn getroffen, weil er sich unsichtbar gemacht hat. Okay, nehme ich. Jetzt ein bisschen Ruhe. Da können wir uns wieder erholen hier. Da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich hin. Statuscheck. So. Hier lang, bitte. Oh, ist das... Nee, das ist nicht ein Viper. Oder? Nicht getroffen. Level 16. Was? Der versucht, meine Monster zu entführen. Was? Habe ich das gerade richtig gelesen? Okay. Ja, endlich levelt mal wieder jemand. Und ich auch. Okay. Gut. Noch ein Souvenir. Oh no. Ja gut, dann klau halt das Schwert. Solange du mir nicht den Revi-Orb klaust oder die Eisamen, ist das gut. Der Caesar da drüben ist verschwunden, ist mir egal. Ich bin hier drüben. Was war das nochmal? Verbessere das Level. Kram. So. Sorry, aber den gönne ich mir jetzt mal. Weil ich hänge hinterher. Und wenn ich down gehe, ist ja auch vorbei. Edelstein werde ich nicht mitnehmen. Jetzt gibt es wieder Erdbeben. Och Mann. Also man kann nicht einfach dann grinden. Man muss weiterziehen. Darf ich mich bitte umdrehen, dass ich mit angreife? Weil sonst brauchen wir zu lange an dem. Ach, das mit den Erdbeben ist fies. Schon ein bisschen zu lange. Jetzt haut er auch noch ab, der Feigling. Ein Caesar, wo ist denn der jetzt hergekommen? Der steht vor mir, ne? Ja. Au. So. Legt euch alle mit meinen Monstern an und nicht mit mir, wenn es geht. Danke. So. Unsichtbarer Caesar. Getroffen? Naja, für einen Punkt. Der unsichtbar ist, ey. So. Jetzt wirst du von drei Seiten angegriffen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich will zum Teleport. Wo ist der? Ich wollte eigentlich hier ein bisschen grinden, aber das Spiel sagt nö. Au.
Der katapultiert einen ohne Ding hoch. Ah, so funktioniert das Erdbeben. Okay. Hi. Ja, zwei rote Monster. Und du schon wieder. Hast du immer noch nicht genug? Eigentlich schon. Nein, mein Boss hat keine Wirkung. Peachy macht einen Schaden. Okay, und der ist Level 16. Und der Saurier hat es auf mich abgesehen. Und Peachy ist raus. Ja. Ich glaube, ich mache wieder den Abgang. Ups. Okay, aber ich habe zumindest ausprobiert, Eisen funktioniert nicht bei Bossen. Und tschüss. Ganz schnell weg. Okay. Also wenn man das Erdbeben zu lange ignoriert, den Teleport nicht findet, dann wird man ohne zu speichern nach oben geschickt. Gut zu wissen. Okay. Ich habe mein Zeug behalten. Edge, was habe ich denn da jetzt bekommen? Barong, Griffin, Pilz, zweimal Pilz. Was war denn ein Barong? Was war ein Barong? Midi, zeig mir mal das Monsterbuch. Wie sah der nochmal aus? Der ist da. Ah, das war der. Okay. 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 Ich glaube, die Eier verkaufe ich aber alle. Ja, die verkaufe ich mal alle. Oh, ich würde es nicht unbedingt. Okay, allerdings startet jetzt das Turnier gleich, deswegen machen wir eine kurze Pause. Dann mache ich Inventar und dann, ja, dann gehe ich nochmal einen Run weiter Level grinden, fürchte ich. Mehr ist jetzt nicht zu machen. Wie man sieht, die sind mega stark. Wir müssen mal den Trupp noch ein bisschen leider weiter pushen. Der Trick mit der Eisaat hat nicht funktioniert. Damit ihr mich jetzt hier nicht unnötig rumtipseln hört, mache ich einfach kurz eine Pause rein. Wer auf Toilette gehen möchte, sich nochmal Getränke auffrischen, sonst was, kann das gerne tun. Ich denke mal, 10 Minuten sollten mir reichen. Bis um 10 nach 8 bin ich wieder da, ne? Bis gleich. Und ich mache natürlich auch, zack, den Pausescreen rein, ne? Bis dann.